Hi zusammen, ich bin's Anna. Ich teste heute wieder was Schönes für euch. Und zwar Zott Monte. Einmal das Original. Ich mache eins hier ab. Und vergleichen das mit dem Jahr nächstes Jahr. Ja, bin gespannt, ob das das gleiche ist oder doch unterschiedlich schmeckt. Wir fangen an mit dem Original. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was besser schmeckt. Ich persönlich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, was davon besser schmeckt, weil ich das noch nicht getestet habe und lange nicht gegessen habe. Ganz wichtig, einmal umrühren bei dem Zott Monte. Hier, so sieht das aus übrigens. Und dann, wo bekommt's? Schön haselnussig. Ja. Eindeutig schmeckt gut nach Haselnuss. Lecker. So. Wir testen das jetzt von Jahr. Ganz unvoreingenommen natürlich, weil wir das ausblenden können, was wir gerade getestet haben. Mit einem anderen Löffel natürlich. Und auch da rühren wir um. Auch da ist was Schokoladiges drin. Das Haselnussiges, ja, denke ich, nicht schokoladig. So sieht's aus. Und dann gucken, wie es jetzt schmeckt. Auch nach Haselnuss, aber anders. Noch ein Hauch süßer. Ich würde sagen, ich muss nochmal das Original probieren, zu gucken, was besser ist. Auf jeden Fall was anderes, nicht das gleiche Produkt 1:1. Also der Geschmack ist halt nochmal anders nach Haselnuss. Und ich würde sagen, das schmeckt nicht so süß. Ich finde, das schmeckt hochwertiger. Was sehr selten bei diesem Test ist, weil meistens ist es nicht hochwertiger. Er schmeckt anders nach Haselnuss. Nochmal ein bisschen aufdringlicher, ein bisschen süßer irgendwie. Obwohl das weniger Kalorien hat. Also das normale Zott Monte würde ich nur 9/10 geben. Ich finde, das schmeckt richtig geil. Das hier würde ich nur eine 8/10 geben, weil es irgendwie anders schmeckt. Und nicht so die Kindheitserinnerung auch hochweckt. Hervorruft, nicht hochweckt. Ich kann nicht mehr reden. Wir nehmen das hier relativ spät auf. Aber man kann beides essen. Auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem das Zott Monte kaufen und nicht die billige Nachmache. Weil es halt einfach besser schmeckt und dieser normale Monte-Geschmack, normale Zott-Monte-Geschmack, einfach nur, man ist halt daran gewöhnt von der Kindheit her. Und wenn es anders schmeckt, dann schmeckt man es auf jeden Fall. Wenn euch das egal ist und ihr das gar nicht kennt aus der Kindheit, könnt ihr natürlich auch die Alternative essen, weil es schmeckt sehr, sehr ähnlich. Das sind nur Nuancen, wirklich. Das ist meckern auf hohem Niveau und ein Punkt, man kann es auch auf jeden Fall trotzdem essen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass es nicht genießbar ist. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich jetzt nächstes testen soll. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und da könnt ihr ein weiteres Video von mir anschauen, wenn ihr mögt. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video, eure Anna, hört rein. Ciao.